Yo, meine Freunde, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ich bin gerade an einem ganz besonderen Ort, und zwar mitten in Andalusien, im Nationalpark Sierra de Cazorla. Und das ist ein Park, den habe ich vor, das ist 9 Jahre her, da habe ich diesen Park per Zufall entdeckt und war hier spazieren und war extrem fasziniert. Ich wollte seit 9 Jahren, wollte ich hier mal wieder zurückkehren, weil es hier so ein bisschen urwaldmäßig ist. Hier gibt es Wasserfälle, es ist faszinierende Natur und sowas. Ja, und jetzt nach 9 Jahren habe ich es mal geschafft, endlich wieder hinzukommen. Und ja, allein der Start hier in den Park, Alter, ist der absolute Kracher. Was soll ich sagen? Guck mal, ich drehe mich jetzt hier hin. Hier hört ihr schon die Wasserfälle rauschen. Guckt euch mal um, die Natur. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Ansicht richtig draufkriegt, aber es ist der absolute Knaller. Habe ich so in Europa nirgendwo gesehen bisher. Und das Geilste ist, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ist halt 9 Jahre her. Vor 9 Jahren war ich hier und ich hatte nicht genug Wasser dabei. Und dann habe ich mir aus so einer frischen Bergquelle, habe ich meine Flasche einfach wieder aufgefüllt. Und ich weiß noch, dass ich damals dachte, uiuiui, wenn ich da jetzt Flitzekacke von kriege, aber nix, Alter. Eiskaltes Wasser direkt aus der Bergquelle. Und ja, jetzt gehe ich hier mal spazieren, mal gucken, was das für ein Video wird, ob das interessant wird, lang, kurz. Ich habe keine Ahnung, aber ich würde sagen, let's go, amigos. Ja, und hier geht's schon runter zum ersten Wasserfall. Da muss man ein bisschen kraxeln. Ich hoffe, ich kriege das jetzt anständig hin, weil ich, oh Gott, ah, fuck, weil ich noch die gebrochene Rippe habe, amigos. Es geht zwar schon ein bisschen besser, aber es tut schon noch ganz schön weh. Und jetzt freihändig oder nur mit einer Hand. Boah, ich schwöre, wenn ich mich jetzt hier auf die Fresse lege für so ein beschissenes YouTube-Video, dann war das das letzte Mal, dass ich das mache. Aber guckt mal hier einfach, guckt mal der Ausblick, Alter, leck mich am Arsch. Oh Mann, es ist halt einfach noch genauso geil, wie ich es damals von damals in Erinnerung hatte. Das ist, wie gesagt, ich war 2013 war ich das letzte Mal hier. Da war ich noch, da hatte ich meinen Führerschein gerade neu gemacht und hatte damals, ja, illegale Story eigentlich, ich hatte den Führerschein seit 2 Wochen und ich wollte mir einen Mietwagen nehmen und dafür braucht man den Führerschein länger als ein Jahr. Und dann habe ich einfach auf meinem Führerschein hinten drauf, wo steht, wann der ausgestellt wurde, habe ich einfach so ein bisschen abgepiddelt, damit man das Datum nicht mehr sieht. Ja, Polizei und Behörden und so, bitte weghören. Naja, worauf ich hinaus wollte, war, bin ich einfach mit dem Auto damals durch Andalusien gefahren und habe das hier entdeckt. Jetzt guckt euch das an. Guckt, Alter, leck mich am Arsch. Ist das geil. So, pass mal auf, da schwimmen Fische. Da schwimmen wir. Oh Mann, Alter. So, warte, ich kraxel noch ein bisschen. Guckt euch das an. Wo habt ihr sowas schon mal gesehen? Hier. Oh Gott, jetzt habe ich sie verjagt. Da kannst du jetzt reinspringen. Da springe ich auch rein. Da kannst du nicht nur reinspringen. Da springe ich jetzt rein und gehe schwimmen. Da hinten ist der Wasserfall. Da will ich auf jeden Fall auch noch mal hin. Und ich wollte die Fotos, die ich damals gemacht habe, nachstellen. Um zu gucken, ob ich noch genauso gut aussehe. Ja, ich war jetzt kurz im Wasser, aber echt nur so bis zum Bauch. Ich sag euch, dieses Wasser, es ist so kalt, weil es halt einfach, es kommt direkt aus dem Berg. Ich erinnere mich, als ich letztes Mal hier war, bin ich reingehüpft von diesem Felsen und ich habe direkt Kreise gekriegt, weil es so kalt war. Meine Freundin, die geht da einfach schwimmen. Die schwimmt da wie eine Flunder durch. Ist der Scheiß egal. Ich kreisch wie ein Waschweib. Aber ich wollte diesen Gedanken noch kurz festhalten, wie geil es einfach. Guckt mal, hier schwimmen Fische. Vor meinem Fuß schwimmen hier Fische. Es ist so naturtechnisch, ist es so ungelogen das Geilste, was ich in Europa bisher gesehen habe. Bitte korrigiert mich, wenn ihr in Europa schon mal schönere Natur gesehen habt oder was Vergleichbares, ist einfach, es ist Urwaldfeeling hier. Hier schwimmen Fische, da sind Wasserfälle, hier kannst du schwimmen, es ist der Kracher und das ist erst der Anfang von diesem Park, ne? Hier geht es gleich noch weiter, lasst euch mal überraschen, was noch kommt, es wird noch spektakulär, glaubt mir. Ja, jetzt guckt euch das einfach mal an. Guckt euch diesen fucking Wasserfall an, es ist zu geil. Ich bin jetzt hier außen rum ein bisschen gewandert. Lilly ist natürlich auch dabei. Ich schwöre euch, das ist eine richtige Bergziege da uns. Und ja, jetzt gehe ich hier nochmal ins Wasser. Hier sind überall Fische noch. Und jetzt gehe ich unter den Wasserfall. Boah, das wird eine kalte Dusche. Glaubt mir, amigos. Ja, und ein paar Adventure-Einlagen gibt es ja auch. Zum Beispiel diese Brücke hier, Alter. Ja, ich glaube, ich bleibe hier rechts und links über diesen Stahlträgern, weil die sieht nicht so aus, als ob die noch ganz gut im Schuss ist. Oh, leck mich am Arsch. Guckt euch das mal an. Was zur Hölle? Boah, ist das eine gute Idee, hier rüber zu gehen? I don't know. Ja, und langsam kriege ich ein bisschen Kohldampf, deswegen futter ich Urbano. So gesalzene Erdnüsse
Und guckt euch mal an, der Johnny da drauf, der sieht aus, als ob der auf einem heftigen Trip gerade unterwegs ist. Ja, auf jeden Fall, ich muss euch das mal kurz zeigen, wie die Erdnüsse aussehen. Die haben so eine Salzkruste. Alter Falter, guckt euch die mal an. Ich hoffe, die Kamera fokussiert das. I don't know. Aber diese Salzkruste ist der absolute Kracher, Mann. Ja, ein paar habe ich schon gefuttert. Ja, jetzt guckt euch das mal bitte an hier. Sind jetzt auch eine ganze Weile gelaufen. Ich bin tatsächlich richtig am Arsch. Aber bis hierhin hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Guck mal, wie geil das Wasser darunter tropft. Und hier waren wir auch schwimmen, vor 9 Jahren, glaube ich. Und ich glaube, das werden wir wiederholen. Guckt euch das Wasser an hier. Übelst geil. Ja, und wenn man gute 2 bis 3 Stunden läuft, dann kommt man nämlich hier raus. Guckt euch das mal an. Das ist eigentlich so das Ziel, wo ich hin wollte. Ich glaube, weiter bin ich letztes Mal auch nicht gegangen, als ich hier war. Genau, dann geht man hier so zwischen den Klippen durch an diesen, keine Ahnung, wie nennt man das? Gibt es da irgendeinen Begriff für? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich sage jetzt halt so einen Geländerweg irgendwie zwischen den Klippen. Und ja, keine Ahnung, hat halt so einen richtigen... Weiß ich nicht, einen sehr speziellen Charme und auch die Wasserfarbe hier alleine. Die Wasserfarbe macht es irgendwie total aus. Und jetzt egal wie heiß es ist, hier hast du schön Schatten. Hier kann man schwimmen gehen, da sind sogar Fische im Wasser. Ich finde, Fische im Wasser sind immer ein sehr gutes Zeichen für die Wasserqualität. Ja, genau. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie lange es jetzt hier weitergeht. Wir werden auf jeden Fall gleich irgendwann abdrehen, weil wir jetzt doch schon eine ganze Weile unterwegs sind und wir den Weg auch wieder zurück müssen. Aber das ist schon... Guckt euch das an. Guckt euch das einfach mal an, wie geil das hier ist. Ja, richtig nice. Ja, und so gerne ich eigentlich noch weitergehen würde, man würde jetzt nochmal 3 bis 4 Stunden gehen und dann kommt man an den Klippen raus und da gibt es so Tunnel, wo auch Wasser durchfließt. Aber das ist halt, das ist eine Strecke, da musst du, hinterher musst du 8 Stunden irgendwie zurücklaufen. Und hier gibt es auch keinen Handyempfang. Ich hatte das Thema eben schon mal angesprochen bei meiner Freundin, wo ich, oh Alter, leck mich am Arsch, guck dir nochmal hier. Guck dir mal die Wasserfarbe an. Sieht man das? Ja, auf jeden Fall habe ich es eben schon angesprochen. Sobald ich irgendwie irgendwo bin, wo es keinen Handyempfang gibt, denke ich so, oh nein, was ist denn jetzt, was, wenn was passiert? Da muss ich dran denken, überleg mal, vor 20 Jahren, da gab es noch keine Handys. Da hatte keiner ein fucking Handy. Da sind die Leute auch gereist und haben sowas erkundet. Da haben sich nicht gedacht, was ist denn, wenn jetzt irgendwie was passiert? Aber ich bin da irgendwie, weiß ich nicht, ich bin da irgendwie ein Schisser oder so, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall drehen wir gleich um, weil ich bin doch ganz schön im Sack, muss ich sagen. War auch echt eine Motivation, heute Morgen zu sagen, ich mache das jetzt. Ich will jetzt den ganzen Tag pennen können, habe irgendwie 9 Stunden geschlafen. Die letzten Tage haben mich auch echt geschlaucht und den ganzen Tag Sonne und so. Das, ja, laugt schon aus. Naja, auf jeden Fall, hier ist jetzt, denke ich, Schluss. Ich gehe jetzt ab hier wieder zurück, aber ich glaube, für den Ausblick hier hat sich gelohnt. Wenn euch die Tour gefallen hat, schreibt mir das mal sehr gerne in die Kommentare. Und Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Wenn du sagst, war kacke, mach halt Daumen nach unten. Ne? Ist halt so. Aber wenn du es noch nicht gemacht hast, lass mir gerne ein kostenloses Abo da. Dann wirst du immer wieder benachrichtigt, wenn neue Videos von mir kommen. In dem Sinne, reingehauen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.